Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Ich bin selbst Steinbock, insofern weiß ich so ein bisschen, wovon ich spreche, wenn ich euch jetzt hier etwas über die Konstellationen erzähle. Zunächst mal der Hinweis, dass wir nachher noch eine Verlosung haben. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, bleibt bitte dran bis zum Schluss des Videos. Ja, was sagen die Sterne? Die Aufregungen reißen nicht ab. Besonders in der Familie ist sehr viel los. Die rückläufige Venus wird in Spannung zur Steinbocksonne stehen. Das heißt, Liebesabenteuer sind leider nicht immer harmonisch oder eben auch zum Teil chaotisch. Fest Liierte sollten ganz eng mit dem Schatz zusammenrücken. Und gelegentlich braucht der Steinbock in dem ganzen Trubel auch mal Rückzug und Zeit für sich selbst. Schauen wir zuerst uns den Erlebnishintergrund an, also die Aspekte, die ganz lange auf euch einwirken. Und das ist natürlich dieses Spannungsdreieck zwischen Pluto, der im Steinbock steht, in eurem Zeichen, Jupiter hier oben in der Waage und Uranus im Widder. Und diese drei Planeten wirken diesen Monat gemeinsam auf die Geburtstagskinder ein, die zwischen dem 7. und 16. Januar Geburtstag haben. Und das bedeutet eben das, was ich eben gesagt habe, ne? Es ist viel los hier im Haus der Familie, besonders viel für euch Steinböcke. Ihr habt gleichzeitig auch beruflich viel zu tun, für die Karriere viel zu tun und ihr steckt zum Teil jedenfalls mitten in einer Wandlungskrise, in einem Transformationsprozess. Viele Steinböcke ändern ihr Leben unter diesen Einflüssen. Also es ist wirklich viel und Gott sei Dank ist ja der Steinbock ein starkes Zeichen und kann das also aushalten. Und erlebt dann natürlich auch oft diesen Effekt, dass er im Mittelpunkt steht, dass er wirklich dann auch der Held der Konstellationen ist und Verantwortung auch für alles übernehmen soll. Und viele Steinböcke laufen dann auch wirklich zur Hochform auf. Aber ein ungetrübtes, ungestörtes Liebesleben ist natürlich unter solchen Konstellationen ganz schön schwierig. Und ich könnte euch da lange Geschichten aus meinem eigenen Leben erzählen, aber ich will hier nicht zu privat werden. Ihr könnt mir aber glauben, dass es also auf mich sehr zutrifft. Ich habe ja am 14. Januar Geburtstag, stehe also auch mitten unter dem Einfluss hier von Pluto. Der steht bei mir auf dem jetzt zwischen Venus und Mars. Und mein Leben ist also sehr, sehr aufregend zurzeit, auch in der Liebe. Ja, und da könnt ihr euch auch drauf einrichten. Und natürlich trifft das auch zu, was ich auch in der kosmischen Schwingung schon gesagt habe, über dieses Dreieck, dass es einfach bedeutet, dass es einerseits sehr viele Anregungen gibt, sehr viele Möglichkeiten auch zum Flirten, wenn ihr Single seid, überhaupt sehr viel Beziehungsdinge, die anliegen, aber gleichzeitig eben auch andere Sachen, die auf euch einwirken, sodass eben alles auf einmal ganz schön viel wird. Dann gibt es noch das schöne Sextil von Neptun. Das ist sehr angenehm für diejenigen, die das bekommen, und zwar die Geburtstagskinder vom 31. Dezember bis zum 5. Januar. Das ist ein schöner, besänftigender Einfluss, auch ein unterstützender Einfluss. Also vielleicht erlebt ihr, dass Menschen, die viel Empathie haben oder auch aus dem Zeichen Fische jetzt irgendwie was Gutes für euch parat haben. Und es ist auch ein toller Fantasieaspekt. Also es ist sehr schön, man kann sich gut in Tagträume mal gelegentlich hineinflüchten und das kann auch Erleichterung verschaffen. Kommen wir nun zu den aktuellen Konstellationen. Am 26. Februar haben wir ja diesen Neumond als Sonnenfinsternis und der gibt das Thema vor. Und der steht jetzt bei euch hier im guten Aspekt zur Steinbocksonne und im dritten Haus. Das bedeutet, ihr habt sehr viel Fantasie. Es ist ein Monat, in dem es sich lohnt, in großen Bahnen zu denken und sich zu erlauben, auch wirklich seiner Fantasie den freien Lauf zu lassen. Viele Steinböcke gelten ja so als sehr nüchtern. Aber das ist eben eine Zeit, wo ihr vielleicht mehr Fantasie habt als sonst oder vielleicht auch einfach mehr Anregung euch holt über schöne Geschichten, über Hörbücher, über eure Lieblingsfernsehserien und solche Sachen. Ich habe es bei mir gemerkt, dass ich eben mehr als sonst Spaß an diesen Dingen habe und mich damit auch ganz gerne mal ablenke, weil diese Grübeleien und auch manchmal finsteren Gedanken, die man eben auch gerne hat hier mit Pluto, der auf der Sonne oder vielleicht auf einem anderen Planeten steht, die können schon ganz schön heftig sein. Und dann ist es manchmal einfach gut, wenn man da mal abschaltet, indem man sich eine schöne andere Geschichte reinzieht. Bei mir mit Pluto habe ich meine Liebe zu den Krimis entdeckt. Also soll nicht zu brutal sein, aber spannend.
Okay, also da könnt ihr ja mal gucken, sonst könnt ihr vielleicht für diesen Monat mal überlegen, ah, welches neue Hörbuch möchte ich mal hören, welche neue Fantasie möchte ich mir gestatten. Oder auch was lernen, ne? Was Schönes lernen, was im weitesten Sinne auch vielleicht mit Spiritualität zu tun hat. Drittes Haus, auch das Haus des Lernens, würde euch auch gut tun. Genau. Ja, insgesamt startet ja auch dann der März mit vielen Planeten weiterhin hier in den Fischen im dritten Haus für euch. Also das gilt dann weiterhin, dass das sehr betont ist, das Fantasiethema. Und gleichzeitig haben wir eben aber auch hier diese ganzen Widderplaneten, die alle im Quadrat zur Steinbocksonne stehen. Insbesondere der Mars. Der ist nun mittlerweile in der dritten Dekade angekommen für die Steinböcke und macht euch schon auch sehr reizbar. Also das muss man einfach sagen, man sollte sich jetzt nicht mit euch anlegen. Gleichzeitig rate ich euch aber natürlich auch zu gucken, gerade wenn es eben um Familien- und Beziehungsthemen geht, da vielleicht ein bisschen Zurückhaltung zu üben. Denn ihr habt jetzt auch eine Power, mit der ihr die anderen auch leicht platt machen könnt, ohne es zu wollen vielleicht. Oder ihr seid jetzt vielleicht auch unnachgiebiger als sonst. Ne? Also dafür ist das dann wieder gut, ne? Dass ihr vielleicht irgendwie mit dem Neptun hier im dritten Haus auch mal euch erlaubt, etwas empathischer zu denken oder mehr in die Liebe zu gehen. Denn hier, diese Quadrate, die sind eigentlich eher so, dass ihr euch kampflustig machen. Also es sind beide Energien da, es ist so eine Ambivalenz, da seid ihr auch hin und her gerissen. Müsst ihr mal gucken, wie ihr damit klarkommt. Was immer hilft, ist sich auch mit guten Freunden austauschen darüber, ne? Und sonst eben eventuell auch professionellen Rat holen, sei es jetzt, wenn es um rechtliche Sachen geht oder eben auch um psychologische Sachen. Ihr könnt euch auch gerne bei mir melden und einen Termin machen. Genau. Und die Venus wird ja dann auch gleich rückläufig in diesem Bereich. Ah nee, ihr habt aber hier am Anfang noch zwei Top-Tage für euch, wenn nämlich der Mond im Stier ist. Das ist schön, das kann Erleichterung verschaffen. Also Donnerstag der zweite und Freitag der dritte, denn da geht der Mond, da aktiviert der Mond im Bereich der Lebensfreude für euch, vielleicht auch einfach Sexualität. Schaut doch mal, ob ihr da nicht einfach mal euch ein paar vergnügliche Stunden zwischen den Laken machen könnt, wenn jemand da ist, mit dem ihr euch nahesteht. Das wäre schon schön, ne, dass man, denn das ist für Steinböcke schon ein gutes Ventil. Sexualität und Körperlichkeit, das ist einfach so. Genau. Ja, und am 4. geht das dann los, dass die Venus rückläufig wird und das Ganze eben hier in Quadratspannung zum Steinbock. Und zwar bis zum 16. März für die zweite Dekade Steinbock, also die mittleren 10 Grad. Und dann bis zum Ende des Monats läuft sie dann ins Quadrat zur ersten Dekade. Was heißt das? Das heißt, Liebesflirtsmöglichkeiten ja, zur Genüge, aber leider nicht unbedingt immer harmonisch und hier mit Uranus dabei auch vielleicht ein bisschen chaotisch. Und beim Steinbock führt es dann oft dazu, dass er sich zurückzieht, weil er erstmal sagt, wenn ich mich darauf einlasse, dann bringt das mein Leben durcheinander, das will ich nicht. Und das ist vielleicht auch ganz vernünftig. Nur wenn ihr natürlich Single seid, dann wird es sich vielleicht auch lohnen, das eine oder andere Chaos zu riskieren, um eben einfach auch mal wieder aus der Isolation rauszukommen. Mit Pluto im Zeichen neigt man schon so ein bisschen dazu, sich misstrauisch zurückzuziehen. Wenn ihr das nicht wollt, sondern wenn ihr die Liebe sucht, dann riskiert eben von mir aus auch mal eine chaotische Situation, einfach nur, damit es erstmal in Gang kommt. Denn die Flirtmöglichkeiten sind auf jeden Fall da, die sind schon sehr, sehr prickelnd. Dann kann es eben für viele Steinböcke auch Konflikte im Familienbereich geben, auch gerade die Steinbock-Aszendenten. Oder einfach nur, dass ihr so gefordert seid, dass so viel los ist, ist einfach viel Energie da drin, dass es anstrengend ist. Vielleicht haben auch, wenn ihr Kinder habt, vielleicht haben eure Kinder Liebeskummer oder aufregende Liebeserlebnisse, die euch dann auch nicht kalt lassen, ist ja klar. Also, denn hier Venus-Mars, ne, in eurem Familienhaus kann eben auch sein, dass die Liebe bei den Lieben zuschlägt. Und das lässt einen dann, wie gesagt, eben auch nicht kalt. Also ihr müsst echt die Ruhe bewahren im März. Das ist wirklich wichtig, ne? Bei dem, was da auf euch einstürmt. Genau, dann haben wir am 9.3. wieder einen schönen Top-Tag für euch. Und zwar für Festliierte. Also zumindest von den Sonnenhäusern her wäre dann nämlich der Mond, der jetzt hier im Löwen steht, für euch im 8. Haus. Das ist das Haus der festen Beziehung. Und macht einen schönen Aspekt auf die Venus. Ja, also von daher könnt ihr da vielleicht einiges klären oder eben auch mit eurem Schatz auf Tuchfühlung gehen. Dann haben wir am 10.3. für euch eine gute Konstellation. Da beginnt nämlich die Reise von Mars durch das Zeichen Stier. Das ist sehr schön für den Steinbock, weil dann
bildet der Mars eben einen harmonischen Aspekt. Das heißt, diese Reizbarkeit sollte dann nachlassen. Dann kommt ihr eher in so ein Fahrwasser, dass ihr zwar weiterhin schwungvoll seid und auch was erreichen wollt, aber das lässt sich dann eben harmonischer erreichen und mit nicht so viel Kampf. Das ist schon sehr angenehm ab dem 10.3., wie gesagt. Und außerdem geht der Mars dann für den Rest des Monats durch euer Haus der Lebensfreude und der Sexualität. Also dieser Aspekt ist halt auch sehr sexy für euch. Sehr sexy, sehr sinnlich, ist eine sinnliche Phase. Und ich hoffe, ihr könnt es irgendwie ausleben. Bis zum 24. März spüren das besonders die Geborenen in der ersten Dekade. Und bis zum Ende des Monats geht der Mars dann bis zur Mitte der zweiten Dekade. Dann habt ihr zwei Top-Tage am 11. und 12. Da steht der Mond auch wieder günstig zum Steinbock. Und hier besonders auch diejenigen, die dann hier gerade unter Pluto ächzen, kriegen dann hier mal so einen Moment der Entspannung rein und finden vielleicht irgendwie den tieferen Sinn der Transformation, in dem sie da gerade stecken. Und es ist auch ein gutes Wochenende, um Pläne zu machen, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Ne? Gleichzeitig ist dann auch der Vollmond. Der ist ja am 12., das ist übrigens ungefähr nachmittags, also dann abends auch wirksam. Und das Ganze bei euch ja dann hier auf der Achse 3. Haus, 9. Haus steht in einem günstigen Aspekt zu euch. Also ihr seid diesmal vom Vollmond nicht so zerquält, sondern vielleicht eher inspiriert. Es ist eine gute Zeit, um sich neue Horizonte zu erschließen, um wie gesagt Pläne mit dem Schatz zu machen. Oder vielleicht eben auch, um anderen zu helfen, die jetzt mehr in dieser Aufregung sind. Vielleicht habt ihr dann ja mal etwas Gutes dazu zu sagen und könnt den Leuten helfen, wieder auf den Teppich zu kommen. Genau. Am 13. geht dann aber der Merkur wieder in Spannung zur Steinbocksonne. Da kann es dann wieder eher zu Reibungen kommen. Da ist dann wieder erhöhte Vorsicht angesagt in Auseinandersetzungen, dass man sich da nicht zerstreitet. Wobei dann wieder ein guter Moment ist am 18. Merkur und Venus. Kann vielleicht auch eine Zeit sein, wo ihr euch aussprechen könnt in einem Konflikt oder vielleicht in einer Familienspannung. Auf jeden Fall dazu komme ich gleich. Am 20. wollte ich vorher noch sagen, geht die Sonne dann in den Widder. Und damit natürlich dann auch wieder in Spannung zur Steinbocksonne und auch wieder ins Haus der Familie. Also da ist weiterhin viel los und deswegen sagte ich ja am Anfang, die Aufregungen reißen nicht ab. Genau, und dann kommt die kritische Phase ab dem 24. und da kann es eben zu Konflikten kommen, wenn ihr euch unbedingt durchsetzen wollt. Und gleichzeitig machen euch die Sterne aber geneigt dazu, euch unbedingt durchsetzen zu wollen, weil Pluto hier, das seid ihr, ne, sowieso totale Power. Dann der Jupiter hier oben, der euch eben auch noch eingibt, dass ihr vielleicht in der Karriere jetzt auch richtig gut dasteht oder dass ihr vielleicht auch diejenigen seid, die das Geld verdienen. So, ne? Und dann hier eben kommt der Widerspruch oder die Rebellion von jemandem, entweder aus der Familie oder eben im Zusammenhang mit einer Beziehung, Partnerschaft. Und da kann es dann eben Ärger geben. Vielleicht werden auch Abmachungen verletzt und das mögt ihr gar nicht. Also ihr Steinböcke seid ja so. Ihr legt sehr viel Wert drauf, dass wenn ihr eine Abmachung trefft, dass die auch eingehalten wird. Trotzdem müsst ihr dann wirklich versuchen, euch nicht mit aller Gewalt durchsetzen zu wollen, weil das bringt gar nichts. Sondern erinnert die anderen einfach nochmal dran, was die Abmachung war und gebt ihnen vielleicht eine Chance, das dann doch noch einzuhalten, so in so einem Konflikt. Ja? Aber versucht da nicht mit Druck euch durchzusetzen, weil das würde nach hinten losgehen. Ne? Da müsst ihr ein bisschen einfach bis zum Ende des Monats euch zurückhalten und abwarten oder euch eben hier durch Sport und Sex austoben, um diese Energie abzubauen. Das könnte helfen. Also Ruhe bewahren, genau, dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Ruhe bewahren, wenn die Familie Pläne über den Haufen wirft, ne? Weil das ja etwas ist, was ihr nicht mögt, aber da müsst ihr euch echt entspannen. Zumal dann auch noch Merkur auch noch mit in dieses Quadrat reinläuft, dann am 26. Ne? Deswegen ist diese ganze Phase recht angespannt. Also deswegen bleibt da irgendwie locker, wenn es geht. Dann haben wir ja auch noch den Neumond am 28., auch während dieser Zeit. Da geht es um eine Neuausrichtung in der Familie, in Familienthemen. Und auch hier gilt wieder, klärende Gespräche bitte in aller Ruhe führen oder vielleicht einfach auch nochmal für euch sich zurückziehen und nachdenken, was möchte ich da geklärt haben, was soll sich ändern vielleicht auch. Oder vielleicht auch, wo könnt ihr die Familie mal einspannen, um euch zu unterstützen, wenn ihr doch so viel zu tun habt. Ne?
Also deswegen, der wichtigste Leitsatz für euch im März ist Ruhe bewahren. Und für die Singles, aber trotzdem vielleicht das eine oder andere chaotische Liebesabenteuer mal riskieren, um wieder in eine Liebesenergie hineinzukommen. Genau, und am 31. geht dann der Merkur aber in Haus 5, also in einen guten Aspekt zu euch. Und das bedeutet, ab dann ist es dann auch wieder eher möglich, klärende Gespräche harmonisch zu führen. Ja, soweit also der März, ein recht prickelnder und aber auch anstrengender und aufregender Monat für euch. Also wir Steinböcke haben längere Zeit jetzt erstmal nicht die Aussicht, dass wir uns ausruhen können. Aber ich erlebe es bei mir selber, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich eigentlich, je mehr ich zu tun habe, desto mehr zur Form auflaufe. Natürlich auch sollten schon Erfolgserlebnisse dabei sein. Also dass das mit dem YouTube-Kanal hier so gut läuft, ist zum Beispiel für mich etwas, was mich unglaublich aufbaut. Und da solltet ihr halt auch gucken. Besorgt euch Erfolgserlebnisse, tut Dinge, von denen ihr wisst, dass sie dann gut laufen, oder löst eure Probleme, kleinere Alltagsprobleme, um dann einfach sagen zu können, hey, das habe ich geschafft. Weil das ist eigentlich das, wo der Steinbock dann seine Batterien wieder bei auflädt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich lege mich auch manchmal nachmittags zwischendurch hin und mache ein Nickerchen. Also kleine Pausen können nicht schaden. Gut, soweit zu den Sternen für den März für euch. Und ihr wisst ja, das Geburtshoroskop umfasst natürlich noch viel mehr als die Sonne. Wenn ihr also wirklich wissen wollt, habe ich noch mehr Planeten, die jetzt unter dem Einfluss von Pluto stehen, oder habe ich noch andere Planeten, die das vielleicht alles ausgleichen, dann solltet ihr eventuell doch mal eine Beratung bei mir buchen. Aber ihr könnt die Beratung auch gewinnen. 15 Minuten verlose ich auch diesen Monat wieder an alle, die meinen Kanal abonnieren und mir einen netten Kommentar hinterlassen. Auch gerne was Informatives, auch gerne eure Anregungen. Aber natürlich sollte es konstruktiv sein, damit ich auch Freude dran habe. Und die Gewinner gebe ich dann in der nächsten kosmischen Schwingung, also für den April, bekannt. Und dann noch der Hinweis für diejenigen von euch, die vielleicht schon fortgeschritten sind in Astrologie und noch was über Partnerschaft lernen wollen. Am 11. und 12. ist mein nächstes Webinar, Wochenendwebinar zum Thema Synastriehoroskop und Kombinhoroskop, also die Partnerschaftshoroskope, wie man die richtig deutet und erstellt. Falls ihr da Spaß dran hättet, einfach mal auf meiner Webseite gucken unter Akademie. Da werdet ihr es finden, aber ich werde es hier verlinken. Ne? Also keine Sorge, könnt ihr direkt aus dem YouTube-Video raus mal draufklicken. Okay, dann noch, wenn ihr eine dringende Frage habt, könnt ihr euch auch mit mir für meine Hotline verabreden. Die Nummer bekommt ihr dann von mir und ruft mich dafür erst auf dem Kundentelefon bitte an. Und die Nummer findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt natürlich auch ganz normal längere feste Termine buchen. Okay, meine lieben Steinböcke, meine lieben Sternzeichengenossen, nun wünsche ich euch für den Monat März alles Gute mit den Sternen.